Здравствуйте, меня зовут Александр Горбунов. Hallo, mein Name ist Alexander Gorbunov und heute zeige ich Ihnen ein großes, schönes Wohngebäude, das abseits von Moskaus Lärm und Trubel liegt. Neben einem sauberen Stausee und nur 15 Kilometer von der städtischen Infrastruktur von Wolokolamsk entfernt. Adresse des Hauses, Region Moskau, Bezirk Wolokolamsk, Dorf Flasiewo, Haus Nummer 8. Dies ist nur 100 Kilometer von der Moskauer Ringstraße entlang der Autobahn Novorossijsko entfernt. Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Wohngebäude mit einer Fläche von 500 Quadratmetern, das 2010 erbaut wurde. Das Fundament ist eine monolithische Platte. Das Material der Wände sind Gas-Silikatblöcke und Werblenziegel. Decken und Treppen sind monolithisch. Ein Haus mit einer guten kosmetischen Reparatur wird nach Vereinbarung der Parteien mit Möbeln und Geräten zum Verkauf angeboten. Die Innenräume des Hauses mit Erkerfenstern und hohen Decken sind ebenfalls mit Schmiede- und Holzelementen dekoriert. Im Erdgeschoss befinden sich ein Vorraum, eine geräumige Halle mit einer Eingangshalle, eine Küche und ein Esszimmer, ein Wohnzimmer, ein weiteres Wohnzimmer kombiniert mit einer kostenlosen Küche, ein separates Badezimmer und ein Ofen. Im zweiten Stock ein geräumiger Flur, ein riesiges Hauptschlafzimmer mit eigenem Bad und Ausgang zum Balkon, vier weitere geräumige Schlafzimmer und ein kombiniertes Badezimmer. Auf dem Dachboden ein riesiges Studio und drei mit Holz dekorierte Schlafzimmer, alle Zimmer sind beheizt. Zubehör, weiches Dach, doppelt verglaste Fenster, Laminat- und Fliesenböden, Warmwasserböden unter den Fliesen. Das Haus befindet sich auf einem 21 Hektar großen Grundstück mit einer flachen Topografie und einer leichten Neigung zum Stausee. Die Größe des Grundstücks beträgt ca. 60 x 34 Meter. Das Grundstück ist eingezäunt, gemeistert, landschaftlich gestaltet. Das Land ist geschmückt mit jahrhundertealten Eichen, Obst- und Zierbäumen und Sträuchern sowie Gartenwegen. Neben dem Haus auf dem Gelände gibt es einen Pavillon, einen kleinen Hotzblock, einen Parkplatz. Das Grundstück ist eckig, die Nachbarn sind nur auf zwei Seiten. Kommunikation, Strom, Hauptgas. Wasser aus einem Brunnen mit guter Wasseraufbereitung, Abwasser, Mini-Klärgruben. Das Haus befindet sich in der zweiten Reihe des breiten Kanals des Flusses Kamenka, auf dessen anderer Seite sich ein riesiger Wald befindet. Ganzjährig asphaltierte Straße direkt zum Standort. Es gibt keine zweckgebundenen Beiträge, das Grundstück gehört zum Dorf. Es ist Gegenstand des individuellen Wohnungsbaus. Die Kosten für Nebenkosten wie in einer Zweizimmerwohnung. Die städtische Infrastruktur ist nur 15 Kilometer vom Haus in der Stadt Wolokolamsk entfernt. Der Bahnhof von Dubosikovo liegt 12 Kilometer vom Haus entfernt. Mit dem elektrischen Zug gelangen Sie in zwei Stunden zum U-Bahnhof Tushino. Dokumente, das Land und das Haus sind in Privatbesitz. Es gibt kein Eigentum oder rechtliche Belastungen. Dokumente sind bereit für einen Deal. Verschieben Sie Ihr Leben nicht für morgen, rufen Sie mich noch heute an und ich werde Ihnen dieses Haus gerne zeigen.